Ich habe diese NES-Musik da. Und so, jetzt mal Datei-Playlist speichern. Das ist nervig, wenn da auf einmal so ein NES-Kram gestartet wird. Ja, das war jetzt laut, sorry dafür, aber. Guck mal eben kurz weiter. So. Terraria. Na, passt doch. Okay, wenn ihr Würfelfarben habt, dann die Winx. Ich glaube, könnte ich dir sogar craften. Ich glaube, Drache hat noch einen Netherstern für sich drin. Zur Not kann ich schnell im Buzzer spawnen und den platt machen. Ist das nicht ein Boss? Der Würfel? Wieso? Ja. Ach du Scheiße. Und? Alter. Ja, Darkly hat irgendwo. ein Autocraft im E-System und da das Lustige ist, das Autocraft im E-System hat er so modifiziert, dass er automatisch einen Wither spawnt und ihn tötet, One-Hit. Ach du Scheiße, ihr seid immer. Ist das? Das ist Darkly, ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man den Scheiß baut. So, Moment, ich muss noch Reaktor-Casings holen, dann bin ich fertig. Jo, und Alter, wie er da so im Wasser so schnell rüberfliegt. Hast du jetzt eigentlich schon mein neues Haus gesehen oder nicht? Ich hab's noch nicht von innen gesehen, ich hab's nur von außen gesehen. Ich find's cool. Danke. Danke. Das ist viel zu groß geworden Hört sich für voll dich. motiviert an, danke. Immer. Der Kingslime ist auch ein Boss. Genau, der läuft ja auch irgendwo rum unter der Erde oder auf der Erde. Ich sehe ihn immer zu Was? und Kingslime. Achso, ja, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? Den kenne ich überhaupt nicht. Der läuft irgendwo rum. Ich weiß bloß nicht Ja, wo. ich Ich habe habe es auch den bloß einmal kurz aufploppen sehen, als wir unterwegs waren. unten in meine Mine habe ich den. Ja. Droppt irgendwas Besonderes an die Zuschauer im Chat? An den einen Zuschauer im Chat. Hey, 7000, ich habe ja 7000 Sand. Oh mein Gott. Das geht. Ich muss gerade Blas erstellen. Kein Moment. Da drüben kann ich mir dann nicht auch mal ein paar Lava-Sachen holen. Ich würde euch auch machen, weil das ME-System fertig ist. Ich muss dann sowieso erstmal den ganzen Kram dann da rein fabrizieren. Oh, dann ist das so geil. Endlich keine Truhen mehr, ey. Oder zumindest fast keine. Nur die nötigsten halt. Ich finde das ME-System so ultra praktisch, ne? Ja, ist mit das Wichtigste. Seitdem ich das kenne, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, ohne das irgendwie zu arbeiten. Ach doch, ich bin ja eigentlich eher der Vanilla-Spieler, aber momentan ist es halt ganz schön, was anderes auch mal zu haben. Ja, Vanilla kann ich gar nicht mehr spielen, das ist mir irgendwie voll langweilig, vor allen Dingen ohne wirklich nur pur Vanilla, ohne Karte, Doch. ohne Bäume mit einem Schlag abholzen und so ein Kram. Ohne einen Schlagabholzen mache ich eigentlich meistens. Also ich habe eigentlich meistens bloß einen Shader drin und vielleicht eine Minimap. Ich bin schon so ein Fan wie heißen Mods? Juicy Cape da, oder wie es ausgesprochen wird, und. Du weißt schon, welche ich meine. Ja. Ich mag die halt. So, das dürfte eigentlich reichen. Ich habe dir auch gleich Helorium mitgebracht. Sehr schön. Na, reicht das? Oh, das wird knapp. Oh, das wird ganz. Ich habe Es sogar noch fehlt ein emulgiert. Glas. Ach, leck mich doch. Moment. Ich kann dir auch Glas geben. Nein, ich brauche ja Reaktorglas. Ach so. Wie das aussieht. Stellt man sich eigentlich gar nicht so Reaktor irgendwie vor, ne? In der realen Welt. Naja, aber ungefähr so funktioniert er auch. Such den Slime. Ja, ich glaube, es hackt. Rollspiel. Mit meiner Ausrüstung hier, mit meinem einen Zeug und den einen Diamantenhelm und den Holzschwert konnte ich auch einen Königsschleim legen, ne? Ja. Jetzt, ey, es ist ein Schleim, der wird ja wohl kaum so stark sein. Ist aber ein Boss! Ja, Hallo? und? Gott, ich setze dir mal die Soundcraft-Bosse vor. Ich will es gar nicht wissen. Die sind wesentlich stärker, Ich finde den finde ich. Enderdrachen, ich finde den Enderdrachen schon ziemlich stark. Was? Ja. Nee, nicht wenn du gut equipped bist im Vanilla. Ja, ich bin ja auch ein Idiot, So, was zack. Action-Kampfsystem angeht. So, damit du gleich lernst, wie es geht, hier hast du Helorium. Warte.
Okay. Ganz links reinpacken. In das Gelbe wahrscheinlich, oder? Ja. Okay. Und in der Mitte, links unten das, damit schaltest du den Reaktor an. Würde ich jetzt noch nicht tun, weil du hast noch nichts dran angeschlossen. Von daher das Energieverschwendung. Okay. Ah, Eject Fuel. Mhm. Und hier an den Reaktor Power Tap kommen dann die Kabel. Da? Also ganz rechts kommen die Kabel dran. Okay. So, dann steht der Reaktor und du hast Energie. Glückwunsch. Sehr schön. Hier vor die Bosskampfmusik gespielt, ey. So, ich geh jetzt einen Kingslime suchen. Wenn ich einen habe, rufe ich dich, dann kannst du zuschauen. Viel Spaß. Das wird ja lustig, ey. Wir wissen, was der droppt. Ich kann ja auch mitgehen. Na, wie gesagt, ich grab mich jetzt hier so ein bisschen durch und wenn ich einen habe, sage ich dir Bescheid. Wo bist du denn? Bist du hier unten? Unten in deiner Mine. Warte, dann da ist der Kingslime. Warte. Also, ich hab bloß die AP-Leiste. Nee, das ist zu tief. Ist er jetzt hingehoppelt? Warte auf mich. Ich will ihn auch sehen. Ich hab ihn ja noch nicht. Ich suche ihn doch gerade erst. Ja, aber nicht, dass du den vorher findest, bevor ich hier angekommen bin. Ich hab doch gesagt, ich sag dir Bescheid. Ich hatte nicht vor, ihn zu töten. Also, der ist irgendwo. Ja, er ist auf der Karte. Wir sind ja wahrscheinlich auf der Karte, glaube ich. Das Ding, ich was. Ich sehe nicht auf der Karte. Ich sehe rote Punkte, der sich umdreht. Weiß ja, dass er das ist. Das sind Creeper, Skelette, ein Creeper läuft auf uns zu. Ganz gut. Creeper. Guck mal nach oben. Also, warte mal, ich glaube, es hackt. Kann das sein, dass das der rote Punkt ist, der sich die ganze Zeit da nicht bewegt? Da ist da irgendwo ein roter Punkt, der auch keine Grafik hat. Mehrere, die keine Grafik haben. Wäre hast du keinen roten Punkt, hast du auf deiner Karte? Mehrere. Autsch. Aua. Das hat weh. Ich bin ihm dann doch gefallen. Er muss ja in der Nähe der HP-Leiste sein. Ich glaube nicht mal nach da. Da sind ja die Monster alle. Wie er sich einfach so grabt, dass ich nicht mehr näher komme. Das? Ich die mal aus eben. Hier scheint er nicht zu sein. Die AP-Leiste immer verschwindet. Also irgendwo hier in der Richtung wahrscheinlich muss der sein. Du siehst es ja daran, ob eine AP-Leiste über deinem Kopf ist. Momentan ist die AP-Leiste hier. Wenn du hier bist. Das heißt, du musst dich hier irgendwo in dem Bereich befinden. Die AP-Leiste ist, wenn ich hier nach da gucke. Überall. Hier. Hier. Ja, jetzt bei mir auch. Hier. Strange. Der ist da, ich sehe den, ja. Der ist da, auf der Karte, weiter Norden ist der einfach nur. Ich sehe ihn, da ist ein Hühnchen in der Nähe. Die AP-Leiste nicht. Also ich sehe was auf der Karte, ich sehe einen roten Punkt auf der Karte. Ja, den sehe ich auch. In der Richtung. Ich weiß, ich habe ihn gesehen. Du bist denn jetzt nicht verschwunden? Ich fliege hin. Okay. Und zeige dir, dass es nicht der Kingslime ist. Wenn es doch der Kingslime ist, weil er hat ja, wenn du da bist. Dann, der hat doch einfach keine Grafik drin, weil die Minimap hat halt das Problem, dass halt ich weiß. Die, ja. So, hier unten drunter dürfte er ja sein. Oder? Ich dürfte jetzt genau da sein, wo du meintest. Ich muss erstmal hierher kommen. Antwortest du mir? Ja, ich weiß doch gerade nicht, wo du bist. Ich sehe dich doch gerade nicht. Warte mal, Journey Map. Wenn ich jetzt. Warte mal, ich muss nochmal an der Stelle. Kann man nicht was für die Leute irgendwie auf der Karte markieren oder so für andere Spieler? Geht das nein. Nicht? Nein. Eine Client-Mod. Mhm. Copper-Ohr. Ich bin jetzt hier in einem Höhlensystem. Und wenn das oder ist. Du dir rüberführt. Ich renn mal. Ich muss mal kurz was essen. So, jetzt habe ich ihn auch, wenn ich jetzt nach Westen blicke, habe ich ihn jetzt auch auf der. Es ist egal, wohin du blickst. Sobald du in der Nähe bist, erscheint es. Sobald du als Spieler in der Nähe bist. Da ist ein Fluss in der Nähe. Weißt du, der ist in den Fluss. Ja, da habe ich mich gerade runtergegraben, da ist nichts.
Wahrscheinlich nicht mal eine AP-Leiste. Ist ja, aber wie gesagt. Und nur weil da ein roter Punkt ohne. Ohne Icon ist. Ja, du bist ja gerade. Der Kingsman ist. Der das ist kann auch ein Soundcraft-Zombie sein. Ja. Oder ein, oder ein Skelett auf dem Zombie-Pferd. Naja, wird der. Werden Bosse nicht auf der Karte angezeigt? Das weiß ich nicht. Ich habe bisher noch keinen Boss besiegt. Hier. Ah, jetzt scheine ich doch in der Nähe zu sein. Hier ist eine Schlucht bei dir. Und da sind gerade die AP-Leiste aufgeploppt. Dürftest du mich ja gerade auf der Karte sehen? Ja, da muss ich mich mal kurz hingraben. Das kann eine Weile dauern. Nein, ich helfe dir. Ja, du hast ja die übelste Mega-Spitzhacke. Das ist die richtige Richtung. Ja. Mega Spitzhacke auf du. Welcher Höhe bist du? Y50. Oh, da muss ich nach oben. Ja, ich gehe mal lieber ein Stückchen zur Seite, nicht dass du mich jetzt mit in die Tiefe reißt. Weil dann falle ich nämlich ganz tief und bin dann tot. Weil ich habe nämlich gerade aus den 50 Eisen mit mir. Es sollte, glaube ich, vorher mein Zeug. Ah, ich suche ihn in der Zeit. Kannst du doch mal eine Leiter platzieren oder so? Der ich hab keine. Zwölf Stück. Du kommst darauf, dass ich Leitern bei mir hätte. 12 Stück reichen aber auch nicht, ne? Was? 12 Stück reichen jetzt hier aber auch nicht bis da unten hin. Nun nimm dir einen Wassereimer und schwimm nach unten. Ja, ich hab doch nicht doch die ganzen Tricks drauf, mein Gott. Du weißt doch, dass ich ein Noob bin. Noch mehr als du. Ich bin der übelste Noob. So noobig geht's gar nicht mehr. Ich habe seit Jahren kein Minecraft mehr gespielt. Würde übrigens aufpassen hier unten drunter. Ist überall Lava. Ja, toll. Ich muss erstmal Zeugs verstauen, weil ich nicht unbedingt verlieren will, wenn ich sterben sollte. Was ich wahrscheinlich werde. Mach ich jetzt. Okay. Übrigens keine Ahnung, wo dieser King Slime ist. Ist auch nicht unten in der Schlucht. So. Schlöpfdummer. Gehen wir da rein. Du wolltest Melone, ja, Schatz? Ja. Okay. Ach, Bombentürchen sind denn hier. Schöne Grüße. Jo. Hier ist gerade am Heroes of the Storm spielen. Mhm. Ich wollte jetzt. Kannst ruhig erstmal nach oben bleiben. Wie gesagt, ich sag dir, wenn ich ihn gefunden habe und werde noch nicht vorher töten. Okay. Ich werde mir trotzdem mal was Eimer holen, glaube ich. Ich habe, glaube ich, keine Eimer mehr, wenn wir irgendwas Eimer craften. Brauche ich nur einen oder soll ich mehrere machen? Was denkst du? Ein Wassereimer reicht. Gut. Dürfte vollkommen ausreichen. So. Weil wir haben hier oben auf dem Dach einen unendlichen Wasserbrunnen. Hat irgendwie anscheinend kurz die Verbindung verloren oder was ist? Strange. So. Das war falsch, aua. Ja, ich höre mich ja. Okay, der Kingslime wird definitiv nicht auf der Karte angezeigt. Schlucht heißt Gold, Gold heißt Goldapfel, Goldapfel heißt Pocket Computer. Kann die auch einen Goldapfel machen? Oder ein Pocket Computer. Und ein Creeper. Dass das so aufwendig ist. Und ein Creeper Emoticon. Ich habe mir übrigens noch nie einen Pocket Computer gemacht. Ich habe noch nie Computer gemacht. Blackie hat sich damit beschäftigt mit den Computern. Ah, musst du halt ein bisschen Lua für beherrschen, das warst du aber auch. Ich kann gar keine. Lua ist ja jetzt nicht die schwerste Sprache. Lua besteht aus XY, geh rechts. Ich kann gar keine Programmiersprache. Wie das RPG-Maker-Event-System. Passt wie Ruby. Das ist echt komisch, dass der Kingslab angezeigt wird, obwohl der meilenweit entfernt ist. Was heißt der denn meilenweit entfernt? Diese roten Punkte zeigen den Kingslime nicht. Das sage ich dir doch die ganze Zeit. Ja, deswegen ja.
Das bedeutet im Klartext, er wird einfach nicht.